Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir machen weiter mit dem Unheilsquartett und heute ist Chong Jian an der Reihe, die Unlichtpflanzenschnecke. Genau wie bei Yuyu müssen wir jetzt auch wieder 8 Pfähle finden, die in der Region versteckt sind und ich werde euch nun die Standorte zeigen. Der erste Standort befindet sich hier und zwar südlich von der Akademie und ihr könnt hier Pratolido Ost als euren Punkt nehmen zum Hinfliegen und dann einfach nur ein Stückchen weiter hier nach oben und schon habt ihr den ersten Pfahl gefunden. Bei der Schnecke sind es jetzt lilane Pfähle und nicht mehr blaue wie bei Yuyu. Der nächste Standort befindet sich hier und ihr könnt dort hinten ja schon die Akademie sehen, denn hier ist die Akademie und hier ist der nächste Standort. Und ihr könnt euch hier auf jeden Fall wieder an Pratolido Ost orientieren und dann einfach nur ein bisschen weiter nach oben, dort wo ich bin, und schon habt ihr hier den zweiten lilanen Pfahl entdeckt. Den dritten lilanen Pfahl findet ihr hier, das ist nur ein bisschen weiter weg vom zweiten Standort. Hier haben wir die Akademie. Und ja, ihr könnt euch hier wieder an Pratolido oder Mesalona City Süd orientieren. Und dann einfach nur weiter nach rechts und ja, diesen Berg hier komplett nach oben klettern. Und schon habt ihr den dritten lilanen Pfahl gefunden. Den vierten lilanen Pfahl findet ihr hier und auch hier seht ihr wieder die Akademie. Denn dieser befindet sich hier kurz vor dieser Brücke rechts von Mesalona City. Also hier runter und dann quasi hier müsst ihr dann runterfliegen. Für den fünften Pfahl müsst ihr euch hierher begeben und auch wieder in der Nähe von Mesalona City, der Akademie. Zum Orientieren könnt ihr hier nach Mesalona City zum Osttor fliegen oder direkt hier zu der südlichen Zone 3 und so zwischen den beiden, da wo ich gerade bin, dort befindet sich dann der fünfte lilane Pfahl. Um den sechsten Pfahl zu finden, müsst ihr euch hierher begeben. Hier könnt ihr wieder die Akademie so als Angelpunkt nehmen und am besten fliegt ihr zur südlichen Zone 3 oder hier nach Boladin West und dann hier dort, wo ich bin, einfach hier rauf klettern und schon habt ihr den sechsten lilanen Pfahl. Der Fundort vom siebten Pfahl ist sehr easy. Ihr müsst hier einfach nach Boladin fliegen und dann den Berg hier rauf. Also am besten fliegt ihr zu dem Pokémon Center hier Boladin West und dann einfach, genau, den Berg hier rauf und schon habt ihr den siebten lilanen Pfahl. Den achten und letzten lilanen Pfad findet ihr hier, also ganz am Anfang eigentlich. Ihr könnt hier zum Leuchtturm am Kucharico-Pfad fliegen und dann einfach hier rüber, wo ich gerade bin. Und es gibt einen Grund, warum ich mich hier für diesen Pfahl als letzten Pfahl entschieden habe, denn das Tor für das legendäre Pokémon ist direkt nebenan. Also wir ziehen jetzt hier erstmal den Pfahl heraus und dann schauen wir mal, was passiert. So. Aus Richtung des Schreins ertönt ein seltsamer Ruf. Ja, und für den Schrein müsst ihr einfach nur hier runter. Ha, und da ist er ja. Perfekt, sprechen wir ihn mal an. Leise Geräusche dringen aus dem Inneren des Schreins hervor. Möchtest du den Schrein berühren? Ja. Und da ist sie, die Unlichtpflanzenschnecke. Jojong. Ja, die finde ich jetzt nicht so cool wie Yuyu, aber ja, keine Ahnung, ich mag es jetzt nicht so sehr. Chong Jian, ja. Keine Ahnung, das ist wieder auch so ein Pokémon, wo man wahrscheinlich darüber diskutiert, wie man es auch richtig ausspricht. Könnte ich mir gut vorstellen. Probieren wir mal wieder den Flottball, wie bei Yuyu. Und wieder klappt es nicht, wie bei Yuyu. Oh, hier seht ihr mal die Signature-Attacke Verderben, die ordentlich Schaden abzieht, dafür, dass wir 16 Level drüber sind. Hoiuiui. So, wir haben ihn. Klasse, Chong Jian wurde gefangen und der war um einiges schwieriger zu fangen als Yuyu tatsächlich. Jo, aber wir haben ihn jetzt endlich. Chong Jian, Unheils-Pokémon vom Typ Unlichtpflanze. Es entzieht der Vegetation Energie, sodass umliegende Wälder auf der Stelle verdorren und Felder unfruchtbar werden. Ja, das ist wohl wirklich das Unheilsquartett, das wir hier vor uns haben. Und yo,
Die anderen beiden werde ich euch auch nochmal in separaten Videos auf jeden Fall zeigen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir gerne weitere Vorschläge in die Kommentare, was ich noch für Videos machen soll. Und abonniert auch gerne diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr rund um Pokémon Karmesin und Purpur verpassen wollt. Aber dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde, und ciao!